Motocross, ja, hier draußen wird gleich ein bisschen Motorrad gefahren. Das ist der Parcours, da geht's gleich um die Sache und um die Wurst. Und diesen Parcours müsst ihr absolvieren insgesamt 5-mal. Ihr habt eine Einführungsrunde, um euch so ein bisschen zu akklimatisieren. Also wir haben einige Steilkurven, dann haben wir hier hinten so ein Waschbrett. Das ist das, was Stefan unter seinem Hüftspeck auch haben sollte. Also, das ist schon ganz, ganz amtlich. 5 Runden habt ihr und die schnellste Runde zählt. Ja, also wenn ihr irgendwann mal hinfallen solltet, aufstehen, Mund abputzen, egal, weitermachen. Es zählt die schnellste Runde. Stefan? Also nur die eine, die wird auch nicht... Das wird auch nicht zusammengezählt. Absolut. Nur die eine schnellste Runde. Wenn man 4 beschissene Runden fährt, aber eine ist gut, dann zählt nur die eine. Es gibt keinen fliegenden Start. Also nach der Einführungsrunde bitte hier nochmal kurz verharren und dann gibt's die richtige grüne Flagge von Frank geschwungen. Du darfst bzw. musst beginnen, Stefan, aber dafür darf Heiko sich das Motorrad aussuchen. Welches Moped willst du haben? Das ist schwer für mich. Ich war in 2 Staffeln, eine ist rot, eine ist blau. Im Moment befinde ich mich in der Devil-Staffel und das ist eben dann das blaue Motorrad. Gut, dann gehst du zum blauen Motorrad bzw. nimmst es schon mal und schiebst es weg, denn Stefan fängt an. Setz dich schon mal drauf. Helm aufziehen bitte. Ja, ich versuche mal, ob ich dir da theoretisch helfen kann. Was fragen darf, die erste Runde, muss ich dann direkt nach der ersten Runde hier wieder anhalten oder kann ich hier einmal zumindest mal gucken, wie das ist, mit Tempo hier rüber zu gehen? Nee, das darfst du nicht. Du darfst eine Runde fahren, musst aber vor der Linie wieder stehen bleiben, denn es gibt ja keinen fliegenden Start und Rückwärtsgänge haben wir jetzt mechanisch leider nicht zur Verfügung. Stefan, dann rauf auf den Hobel, es geht los, eine Einführungsrunde und dann starten wir. 5 Runden maximal, die schnellste Runde zählt. Ja, einfach mit dem Kickstart. Ja, das hört sich doch amtlich an. Also, es geht los, Stefan, deine Einführungsrunde. Und dann wieder anhalten, wie schon mehrfach erwähnt. So. Ein Gefühl für diese Piste zu bekommen, darum geht es natürlich in der Anführungsrunde. Mal schauen, wie diese Buckelpiste da so liegt, das Waschbrett. Und dann gibt es auch noch ein relativ schönes Matschloch. Und es gibt natürlich auch die Begrenzungen nach außen. Schauen wir mal, wie man da durchkommt, wie man am besten den Fuß zur Seite stellt, um möglicherweise nicht gleich umzufallen. Und an welcher Stelle es Sinn macht, vielleicht ein bisschen vom Gas zu gehen. Und nun zählt es. Dann nochmal tief durchgeatmet. Also 10 PS hat das Ganze. 80 Stundenkilometern wäre möglich, 30 wären es maximal. Man muss hier natürlich aus dem Sattel gehen, wenn man über die Buckelpiste fährt, sonst kann man das Gefährt nicht halten. Also die erste Runde wird mit Sicherheit zeitlich nicht die schnellste. Wichtig ist natürlich, aus den Fehlern dann möglicherweise gleich was zu lernen. Hier hat man es gesehen, da ist er schön ausgehoben worden, gut abgerollt, also da ist nichts passiert. Hat 4 Gänge. Man muss natürlich sich auf viele Dinge konzentrieren. Die Experten hier haben gesagt, man kann das auch die ganze Zeit im zweiten Gang durchfahren. Muss trotzdem aufpassen, dass man das Gefährt dann nicht abwürgt. Das sogenannte Pitbike, das ist wohl die richtige Bezeichnung. Also die erste Runde zum Vergessen. Und nun zählt es. Erstmal eine Runde vorsichtig fahren, damit man eine halbwegs ordentliche Zeit da hinlegt. Ein Gefühl bekommen für die Kurvenlage. Wie fährt man die Hügel an? Wo kommt man besser in die Kurve wieder? Hier schön in die Ecke gekommen. Also eine 28,8, das ist keine schlechte Zeit. Aber auch noch Luft nach oben. Und jetzt sieht man, wie er es besser macht, wie er daraus gelernt hat aus der ersten Runde. Also raus aus dem Sattel und besser abfedern.
hat er sich selbst so gefreut, dass er da gut über diese Buckelpiste gekommen ist, dass es ihn gleich wieder aus dem Sattel schmeißt. Das ist hochanspruchsvoll, weil man sich sehr stark konzentrieren muss. Es ist auch anstrengend, das Gerät überhaupt zu halten. Und es ist immer die Gefahr da, dass man es abwürgt. Also er kann auf jeden Fall Applaus gebrauchen, so viel steht wohl fest. Die vierte Runde. Jetzt muss wieder mal eine gute kommen. Dann geht sie sehr weit außen an, aber kommt wieder gut über das Waschbrett. So, interessante Kurventechnik und jetzt mit Vollgas. Er will natürlich jetzt auch eine ordentliche Zeit nochmal bringen. Und das sieht doch gut aus. Das könnte eine neue beste Zeit für Stefan werden. Schafft das jetzt noch hoch? Ganz knapp schlechter. Also es bleibt bei der 28,8er Zeit. Ja, und diese Runde, die fünfte, dann wohl auch schon verschenkt. Aber Stefan natürlich ein Kämpfer, der hier weitermacht, der trotzdem noch eine Zeit nach Hause fahren will, auch wenn er weiß, das kann nicht mehr seine beste Rundenzeit werden. Zwei Kurven hat er noch. Aber diese 28,8, wie gesagt, keine schlechte Zeit, die gilt es erstmal zu schlagen. Stefan! Was war? 28,8 war die zwischenzeitlich einzige fast ohne Sturz. Wo waren die Probleme? Ja, wenn du das erste Mal machst, das ist echt schwierig, in der kurzen Zeit rauszufinden, wie schnell kann ich über die Huckel gehen, wie schnell kann ich in den Kurven fahren, ohne dass er seitlich wegrutscht. Das ist echt nicht einfach. Auch gerade in dem Schlammloch und so. Man sieht das ja da. Dann dreht man halt seitlich weg. Und du musst halt immer, um eine schnelle Zeit fahren, zu fahren, musst du immer ans Risiko gehen, ne? 28. Das hab ich halt in jeder Runde gemacht. 28,8. Und jetzt kommt Heiko. Los, Heiko, nach vorne zum Start. Ganz wichtig für dich, du musst nur eine einzige Runde schneller fahren als die 28,8 von Stefan. Und ja, man hat gesehen bei Stefan, auf Wunsch hätten wir vielleicht die Stützräder dran lassen sollen. Also es ist nicht ganz so einfach, selbst mit so einem kleinen Bike. Starthilfe. Oh. Ja, kommt da ordentlich was raus. Starthilfe für Heiko. Fahren musst du alleine. So, jetzt geht's los. Bist fit? Ich bin ready. Abfahrt. Ja, los. Gerne. Einführungsrunde und dann geht's los. Und er hatte vielleicht den Vorteil, dass er ja da ein bisschen reinschauen konnte, wie Stefan die verschiedenen Kurven gefahren ist oder eben wo die Fehler lagen. Wenn er jetzt die Fehler vermeiden kann, dann kann das ein kleiner Vorteil sein. Sieht auf jeden Fall gut aus, wie er hier über die Buckelpiste schon mal drüber kommt. Wie verhält es sich da im Schlammloch? Muss da ein bisschen mitlaufen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Dann eine sehr enge Kurve. Also wir dürfen sehr gespannt sein, wie schnell und ob er überhaupt die Zeit von Stefan brechen kann, schlagen kann. Die Beine gut am Boden, um da das Gleichgewicht zu halten. Geht gut über die Buckelpiste, fährt eine enge Kurve wieder hier in das Maschloch, in den Schlamm hinein, kommt gut durch, bis bei 20 Sekunden. Das kann eine gute Rundenzeit geben. Wie gut kommt er jetzt hier um diese Kurve? Nicht ganz so gut genommen und Probleme auf dem Berg. Also eine 30er, fast 31 Sekunden. Ja, man verliert da doch einiges an Zeit, wenn man das Gleichgewicht nicht richtig hält, wenn man eben nicht genug aus dem Sattel herausgeht. Am Berg gescheitert, obwohl sie CPS hat.
muss man natürlich gucken, wann sie die Kraft auch richtig entwickeln kann, die kleine Maschine. Also auch die zweite Runde schlechter als die Zeit von Stefan. Das waren fast 36 Sekunden. Bleibt er mal fast im Schlamm stecken. Wieder die Probleme, dann die Kurve zu finden. Also man sieht, wo die schwierigen Problemzonen sozusagen auftauchen. Eine 32er Zeit, 32,9. Also es sind noch zwei Runden, die er fahren kann, Heiko. Aber er braucht 3-4 Sekunden auf dem Parcours, die er reinholen muss, um die Zeit von Stefan überhaupt zuschlagen und um dieser Zeit überhaupt gefährlich werden zu können. Und er verliert es auch häufig in den Kurven. Da ist einfach zu wenig Kraft dabei. Hier sieht man es wieder. Es dauert, bis er da rumkommt. Ist wieder bei Start und Ziel 30,5. Also bislang sieht das gut aus für Stefan. Was passiert in der letzten Runde? Er muss jetzt großes Risiko gehen, muss alles auf eine Karte setzen. Ein bisschen vorausschauend fahren natürlich, darf jetzt sich keinen Sturz da genehmigen. Wieder sehr eng gefahrene Kurve. Und die letzte Kurve und dann noch hoch zu Start und Ziel. Kann das reichen? Nein. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Are you kidding me? Nein, I'm not. Da ist er. Er lässt sich feiern. Das ist der Sieg für Stefan beim Motocross gewesen. 2 Sekunden, ein bisschen drüber. 2 Sekunden. Ja, Stefan öfter gestürzt, aber du leider ein wenig verhalten, teilweise auch im Schlamm. Und wir gucken auf den Punktestand. Das heißt, diese 5 gehen aufs Konto von Stefan und es ist wieder ein Führungswechsel. 9-6 für Stefan Raab.